Die Formel 1 ist diese Woche in Aserbaidschan, Baku, und ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Es wird ein mega bombastisches Rennen. Die Strecke ist 6.003 Meter lang, hat unfassbare 20 Kurven und einen, ja, ich glaube, 1,9 Kilometer langen Vollgasanteil. Also die Strecke ist wirklich nichts für schwache Nerven und bietet seit 2016 jede Season einen bombastischen Rennen. Sonntag würde ich fast sagen. Es geht los Richtung Turn 1. Spät bremsen, aber natürlich auch die Kurve erwischen, denn rechts ist die Mauer ziemlich nah. Wie eigentlich auch überall auf dieser Strecke. Es geht in Turn 2 rein, gleiches Spiel noch einmal. Rechter Winkel in die linke Seite rein und wir haben hier einen tollen Exit. Oben könnt ihr natürlich auch mitverfolgen, wie meine Zeit wird. Aktuell sind wir nur so ein bisschen 1,5 Zehntel im Delta im Plus, aber das wird sich noch ändern. Meine absolute Lieblingskurve, Turn 3 links. Ja, du küsst fast mit dem linken Vorderreifen die Mauer und gehst dann hier rein. Die Kurve mag ich nicht so, auch der Exit hier war jetzt nicht gerade sauber und jetzt kommt es in der knifflige Kurve. Viele wissen nicht genau, wie man die anfährt. Ich fahre die gerne links ganz lang auf den Curb draufbleiben und ab der Hälfte oder noch ein bisschen später ziehe ich dann einmal rein und ja, man hätte noch ein bisschen sich weiter raustragen lassen können. Turn 7 hier kannst du auch gerne über den Curb drüber fahren, der ist eh sehr, sehr flach und jetzt geht es in die I'm Stupid Kurve. 7,6 Meter breit und Turn 11, 12. Und hier 12 der Exit. Ganz, ganz smooth rauskommen, denn jetzt geht es in die Altstadt. Und das bedeutet Full Speed. Turn 12, 13, Turn 13, 14 und natürlich am Ende What's Happened in Turn 15. Und hier, zack, da sehen wir auch jedes Jahr viele Berührungen, gerade mit dem Hinterreifen, weil er einiges breiter ist. Turn 16, die letzte Kurve, die man richtig fahren muss. Der Exit hier, verdammt wichtig, denn ab diesem Moment drückst du das Gas, Vollgas durch. Vielleicht einmal kurz lupfen hier in Turn 18, aber der Exit hier, wie gesagt, viel Schwung mit rausnehmen. Turn 20, das DRS davon aufklappen und dann erreichst du fast, ja, die 350 oder noch mehr. Mit Tow geht dann natürlich noch viel, viel mehr. Meine Runde ist tatsächlich eine 1:39.4. Was seid ihr so gefahren in Aserbaidschan? Ich bin zufrieden und hoffe, ihr könnt mir auf jeden Fall predikten, wer das Rennen gewinnen wird. Macht also das Plus weg und das Herz rot. Und was denkt ihr? Wer gewinnt in Baku? Und ich hoffe, es wird ein verrücktes, spannendes, aber vor allem auch packendes Rennen. Bis zum nächsten Mal.